Einen schönen, super frostigen guten Morgen an euch alle, die zuschauen. Ja, good morning everybody. Ich bin hier in Karasjok bei den Samis. Aber erstmal möchte ich schon mal so danke, ganz lieben herzlichen Dank sagen für alle, die mir schon zum Geburtstag gratuliert haben. Dankeschön. Ich lese mir das nachher auch noch in Ruhe durch. Wir packen gerade eigentlich ein und fahren nachher weiter. Thank you everybody for your birthday wishes. Yes, it's a very special birthday this year. Very cold. Very cold. Es ist wirklich sehr kalt, wie ich schon sagte, wahrscheinlich, ne? Minus 22 Grad heute Nacht. Okay, jetzt ist es ein bisschen wärmer. Jetzt haben wir vielleicht minus 18, 15, sowas in der Art. Minus 22 degree in the night. Yeah, a little walk in a frosty air and then it goes on. Then we will go to the south. A little bit more south. Not the very south, but... Oh, mir friert die Nase. Das ist so lustig. Das kribbelt immer so schön in der Nase, wenn die Nase friert. Oh. Und die Tränen, die frieren auch irgendwie. Mein Gott, aber es ist lustig. Ja, es ist kalt. Ich gehe auch zurück. Wir waren ja schon mal vor einigen Jahren. Da war es, glaube ich, nicht ganz so kalt. Aber auch Schnee, natürlich. Es ist wirklich richtig doll kalt. Ich merke das. Ich friere echt nicht so schnell. Aber wenn ich schon sage, es ist kühl, ist es wirklich kühl. Aber wie gesagt, ich habe mich schon ganz toll über die Geburtstagsglückwünsche gefreut. Und ja, wie gesagt, ich gucke mal das alles später. Wenn wir im Auto fahren, habe ich ja genug Zeit zu gucken und zu lesen. Aber das ist doch mal was Schönes. Da freut man sich. Genau. Oh Gott, das ist alles gleich friert. Krass. Ja, das ist hier so ein Sami-Dorf, ne? Von den Einwohnern. 90% hier in Karasjok, 90% der Bevölkerung sind tatsächlich samischen Ursprungs. Ja. Das ist ganz interessant. Rentiere haben wir natürlich auch schon gesehen. Ja, eben haben wir lecker gefrühstückt. Und es gab so leckere Ananas und leckere Grapefruit. So ganz besonders leckeren Joghurt. Das war gut. Und den leckeren norwegischen Käse. Tine von Tine. Gudbrandsdalen in der Weihnachtsversion. Mit leicht Kardamom-Geschmack. Alles ganz schön. Ach ja, ich kann ja endlich mal die Kamera andersrum drehen. Wenn ich nicht ganz so fertig aussehe. So. Hi. Es ist so kalt. Ich weiß gar nicht, ob meine Tränen auch frieren. Aber meine Nase. Aber es ist wunderschön hier. Ja, wir sind auch ziemlich die einzigen. Ein paar Leute haben uns mal gesehen. Und es ist ganz entspannt. Es ist ganz entspannt. Beim Frühstück auch gewesen. Ja, da vorne ist so ein Restaurant. In so einem Kota. Kuti, ich zeige euch das mal. Da kann man nicht so viel sehen, aber da könnte man so Spezial-Sami-Essen machen. Da geht's rein, da hinten. Da ist der Eingang in so einem Tent. Ja. Naja, wie dem auch sei. Ich packe das jetzt wieder ein und gehe zurück. Mir reicht es. Ich bin so gerne draußen. Aber ich gehe jetzt rein. Ich merke es auch am Hals. Ich spreche jetzt auch nichts mehr. Das ist wirklich sehr kalt. Sehr, 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 sehr. Mein Gott, wenn ich das schon sage. Das Handy muss auch geschont werden. Also in dem Sinne, nochmal Dankeschön für die Glückwünsche bis jetzt. Und ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Happy Sunday to everybody. Marek, dzień dobry. Jak się masz? Ja, ich muss jetzt Schluss machen. I must come to the end. Because it's absolutely frosty cold everywhere. We are in Karasjok in Norway. Karasjok. And now we will drive back the white car. That's Marcus' auto. And then we go back a little bit more to this house. In Antigua maybe, or Rovaniemi. Or something
Broccoli. I don't know at the moment. Sami. Sami. Sami language and English language. Okay. Have a nice day, everybody. Have a nice Sunday. Thank you, kiddos, and goodbye.